Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Escapists. In der letzten Folge wurden wir verraten und haben nur einen Tag gemacht. Heute werden wir 3 Tage machen und zwar im Livestream mit allen anderen im Chat. Ich sag schon mal Hallo an alle im Chat und mal gucken, was wir in der heutigen Folge so reißen werden. Ich weiß es nicht, bin auf jeden Fall gespannt. Hoffentlich können wir uns mit dem befreunden, der in der kleinen Kabine da sitzt. Das ist ja ein bisschen blöd, ne? Wenn ich da reingehe und ich werde verpetzt. So, Tau mag mich nicht, Phil Banane mag mich nicht und Miso mag mich auch nicht. Ich habe einfach keine Freunde in diesem Spiel. Außer Snox. Und Julian. Ich habe vor einiger Zeit etwas gegeben. Miso, ja? Na komm, gib mal her. Officer Arif. Oh, zu spät. Wieso liegt da die Pfeile? Hä? Hatte ich da schon immer eine Pfeile liegen? Habe ich hier echt alles gemacht? Ja. 10%. Hä? Wo kommt die Pfeile her? Lag die Pfeile da schon immer? Holy shit. Seit wann habe ich den Ton an? Erinnerung. Aha. Ja, ja, Julian. Wieso geht denn der Ton, wenn ich auf lautlos habe? Das ist ja crazy. Ich bin echt überrascht. Ja, Julian, du hast es geschafft. Du hast meine Aufnahme sabotiert, wie du es wolltest. Herzlichen Glückwunsch. Aber wir gehen jetzt erstmal die Pfeile holen. Mit der Pfeile werden wir erstmal nichts tun. Wir müssen erstmal Freunde machen. Hallo. Houston, wir haben ein Problem. Und zwar müssen wir uns anfreunden mit... Hoch, wer bist denn du? Ah, da wurde er schon beklaut. So, Metallwerkstatt, Hausmeisterstelle Miso. Ich muss mich Miso klarstellen. Miso, du bist der miese Verräter, ne? So. Wie Bianca, ich brauche erstmal ein Stück Holz. Wobei, ist Arbeitszeit momentan, ne? Da läuft hier irgendwo rum und arbeitet. Ach, Miso. Bleib hier. Alter, bleibt hier, gut. Wir schenken ihm nämlich eine Waffe. Wieso? So, sei nicht immer so mies drauf, mag mich. Ah, ich glaube, das reicht noch. Ich glaube, das reicht noch nicht. Ich glaube, ich muss ihn noch mehr bestechen. Kann ich dir Geld geben? Ich habe nur 20 Münzen. Ich hoffe, das reicht. Ach, gut. All mein Geld aus dem Fenster geworfen, um ihn zu bestechen. Aber jetzt können wir wenigstens einmal kurz das Ding aufbrechen. Da freut sich der Julian im Chat. Da freut er sich, dass er mich hier sabotiert hat. So. Dann wollen wir mal. Punch Club ist voll cool. Ich weiß nicht. Ich habe es mir gar nicht erst reingezogen. Deswegen kann ich nichts dazu sagen. Aber was ich dazu sagen kann, ist, dass wir endlich hier runter können. Nur die Frage ist, gehen die Wärter da rein? Ich weiß es nicht. Theoretisch müssten die Wärter da reingehen, ne? Wir werden vorsichtshalber da auf jeden Fall was platzieren. Das ist mir ein zu großes Risiko, da wirklich komplett ohne das Zeug hier auszukommen. Die Luftschacht-Gitterattrappe. Mittagsappell. Cool. Scheiße. Ich muss zurück. Außerdem werden wir heute Nacht übrigens gucken, was auf den Dächern ist. Wollten wir ja eigentlich schon gestern machen, aber ich wurde ja erwischt. Doch, da liegt ja jemand. Ich komme gleich wieder, da liegt jemand und das ist so perfekt, dass er dann... Oh, Bibi, warum musst du so früh aufstehen? Deine Nachricht, was für eine Nachricht? Niklas sagt, ich kann in der Küche das Essen kochen, aber ich glaube, das hat nicht funktioniert. Ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, dafür muss ich echt den Beruf haben, oder? Oder? Hä? Also.
so. Nee, dafür muss ich den Beruf haben. Jetzt habe ich das Zeug von dein... Oh, Gottes. Nee. Leider kann ich nicht kochen, weil ich kein Koch bin, denke ich mal. War aber an sich eine gute Idee. Ach komm. So machen wir das erstmal zu hier, ne? Perfekt. Somit haben wir auf jeden Fall schon mal den Zugang dahin. Wir werden uns dann versuchen, durch die Mauern zu graben. Allerdings brauchen wir dafür entweder unsere Schaufel, die auch ziemlich am Arsch ist, ne? Ja, die ist ziemlich am Arsch. Oder eine Spitzhacke. Ich glaube, eine Schaufel zu bauen ist am einfachsten. Ich bin doch schon... Oh Gott. Oh, ich habe die Drahtzange einfach vergessen. Warum? Ich könnte ja mal was testen. Ach cool, die habe ich vergessen. Aber egal. Ich werde einfach mal was testen. Ich werde hier einfach mal hier hingehen. Und hier rüber rennen. Och, die Wärter haben Beweise für deinen... Okay. Ich gebe zu. Das war vielleicht gar nicht so eine gute Idee. Aber ich wollte wissen, ob ich mich da verstecken kann. Wir müssen jetzt aber leider das Spiel laden. Es tut mir leid. Das habe ich jetzt mit Absicht gemacht. Ich musste es testen. Weil, wenn es hätte... Hätte es funktioniert, dann hätten wir so einen geilen Fluchtplan gehabt. Naja. Ich meine, sehr viel haben wir ja noch nicht gemacht. Ist ja ganz gechillt, ne? Ist ja ganz gechillt. Das kriegen wir ja alles gleich easy hin. Gut, fangen wir einfach den Tag von vorne an, als wäre nichts passiert. Und ich würde sagen, wir müssen gucken, ob wir den Tisch bewegen können. Stimmt. Wenn wir den Tisch nicht bewegen können, war das Ganze so ziemlich umsonst, was wir getan haben, oder? Ja, nee, aufs Dach kommen wir ja sowieso. Theoretisch können wir da auch einfach rübergraben. Ja, theoretisch können wir da einfach rübergraben. Es sei denn, natürlich, die Wächter gucken da rein. Das wäre dann ein bisschen blöd. Ich muss diesen Raum beobachten. Ich muss beobachten, ob da ein Wärter reingeht. Das heißt, wenn ich verfolgt werde, darf ich hier nicht rübergehen. Aber so kann ich ganz normal rübergehen, ja? Das ist einfach crazy, ey. Einfach crazy ist das. So, währenddessen alle essen, laufe ich hier durch die Gegend. Dann haben wir das Ding hier. Und, ach, Klebeband. Klebeband. Ich werde einmal kurz hier was zusammenbasteln. Da seht ihr schon, fast so weit wie vorher auch. Ist ja gar kein Problem. Machen wir einfach den Fehlschlag als Tag 1. Der war sowieso fast vorbei. Dann wird das Video auch nicht so ellenlang. Gut, Arbeitszeit hat begonnen. Alle sind irgendwie noch beim Essen. Wollt ihr nicht irgendwie arbeiten? Jungs? Achso, währenddessen ich mich oben befinde, hat keiner Bock zu arbeiten. Das heißt, ich kann so alle Leute sabotieren. Ich kann sie sabotieren, dass sie nicht arbeiten. Das ist geil. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ich habe mich ja gar nicht mit ihm angefreundet, ne? Okay, ich kann den Tisch bewegen. Sehr schön. Scheiße, ich hab mich doch nicht mit ihm angefreundet. Ich glaube, das ist Miso, oder? Nein. Hä? Ah! Ah! Ich muss die gar nicht jedes Mal rausnehmen. Beziehungsweise, ich kann die gar nicht mehr rausnehmen. Oh, das... Oh Gott, das ändert alles. Oh Gott, das ändert... Wenn wir so ein Luftschachtgitter platzieren, dann können wir es nicht abnehmen wie bei einer Mauer. Sondern wir gehen einfach hindurch und dann verbraucht es Prozente. Das ist ja mal mies. Haben die das geupdatet? Haben sie das gepatcht? Ich hoffe, mit den Mauern funktioniert das immer noch.
Ich fand es besser, dass man die Mauern rausnehmen konnte, einfach durchgehen konnte. Aber das ist ja crazy. Das heißt, ich hätte easy locker von meinem Zuhause aus hochgehen können, ne? Und ich kann auch zurück. Das wird uns so viel Arbeit ersparen. Jedenfalls, das dazu. Wenn ich jetzt hier durchgehe, ist es auch wieder fast kaputt. Wir freunden uns erstmal mit Miso an. Erstmal müssen wir uns mit Miso anfreunden. Dann können wir weiter überlegen, was wir als nächstes tun. So. Fameboy, der nächste Fallout Shelter Stream kommt am Samstag. Oh, die Zange. Die gottverdammte Zange. Ich bin traurig, Freunde. Ich bin traurig. Wieso? Wieso ist mir die Zange weg? Ich brauche doch meine Zange. Ich habe nicht mal mehr eine Waffe, ne? Ich hab nicht mal mehr eine Waffe. Ich bin so traurig. Gott! Ah, ich bin auf Suche nach Klebeband. Nö, Klebeband brauche ich selber. Ja, ein Schraubenzieher wäre auch nicht schlecht, ne? Aber ich habe jetzt die Kohle nicht. Egal, ich muss mich mit Miso anfreunden. Dafür. Ach doch, ich habe ja eine. Ich habe eine Waffe, stimmt ja. Eine Waffe. So, dann nehmen wir uns ein Holzstück und warten auf Miso. Miso! Miso, Miso, Miso! Da bist du ja. So, erstmal mit dem Typen hier anfreunden. Ach, Holz ist die. Holz ist das Beste, was man hat. Holz ist einfach das Beste. Sonja, ich lerne wohl nie dazu. Ich lerne wohl nie dazu. Es tut mir leid. Das wird wohl nie funktionieren, dass ich irgendwann mal ohne Sachen hier durchlaufe. Das funktioniert einfach nicht. Das passt nicht zu mir. Jedenfalls, heute Nacht gehen wir dann nach oben. Und ich glaube tatsächlich, dass wir in diesem kleinen Bereich, wo wir gerade diese Fake-Gitter platziert haben, keine Gitter platzieren müssen. Weil wir haben uns jetzt angefreundet und ich glaube nicht, dass die Wachen da reinschauen. Und wenn, dann müssen wir halt jedes Mal so ein Scheißgitter bauen. So. Wer mag mich am wenigsten? Ich möchte die Leute eigentlich nicht da wegschubsen. Ich gehe duschen. Ich gehe duschen. Eine Stunde geht das Ganze, ne? Eine Stunde, okay, Abendessen. Dann müssen wir auch nicht duschen gehen. Wir essen erstmal was. Weißt, ich bin auf der Suche nach Klebeband. Du kriegst dein scheiß Klebeband nicht. Hör auf mich anzusprechen. Das ist mein Klebeband. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Wie wollen wir überhaupt weitermachen? Ich glaube, wir müssen echt durch dieses Tor, was ich euch gestern gezeigt habe, durch dieses Autotor. Ich denke mal, da können wir gut ausbrechen. Das Problem ist nur, ich weiß nicht wie. Müssen wir da mit einer Spitzhacke ran? Müssen wir da mit einem Seitenschneider ran? Bei Seitenschneider würde Sinn ergeben. Das Ding besteht aus einem Wellblech. Aus Metall. Kann ich diese Tür überhaupt kaputt machen? Ich weiß es nicht. Ist alles so schwer. Oder buddel ich mich einfach komplett ganz nach oben Richtung Generator. Weil der Generator, haben wir gesehen, der befindet sich oben. Konnte ich ja spicken. Ja, ist ja gut. Ich bin doch hier! Dreh mal nicht durch. Ich wollte nur noch rumgehen. Ich werde gleich durchdrehen. Rasierklinge. Es ist. Kann ich die auch nicht besorgen. Es ist so schwer, wenn überall Kameras sind. Ich kann nichts klauen. Ich freue mich schon auf das nächste Gefängnis, wo nicht so viele Kameras sind. Wo ich endlich mal wieder frei bin. Gut, Abendappell. Scheiß Abendappell! Oh. Gut, dass ich das nochmal laut gesagt habe, sonst hätte ich das hier. Oh, falsche Zelle. Ja, ich bin doch gleich weg. Bin schon weg. Sonst hätte ich vergessen, meine Puppe reinzulegen. Denn wir möchten heute aufs Dach rauf.
Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wieder nur zurückzukommen. Ich weiß nicht, ob wir in Einzelhaft landen. Ich würde gerne doch schon abspeichern. Wir schaffen uns das schon, uns da durchzuschmuggeln. Ach, hier liegt noch ein Schlagstock. Cool. So, schauen wir mal. Solange werden wir nämlich diesen Raum hier beobachten, ob da irgendjemand reingeht. Bis es wirklich dunkel ist. Ich glaube, 22 Uhr wird es dunkel. Und dann schauen wir mal, wie es auf dem Dach aussieht. Höchstwahrscheinlich werden wir ohne Entehaken nicht weit kommen. Ich glaube, warte. Entehaken. Ich glaube, dafür brauchten wir zwei Brecheisen, ne? Scheiße. Ich habe nur eins. Ich war aber zu geizig, um noch ein zweites zu kaufen. Enterhaken. Da, Wurfhaken, Oberteil. Brecheisen, Klebeband. Mist. Ich brauche noch ein Brecheisen. Das heißt, wir müssen wieder Geld verdienen, um Brecheisen zu kaufen. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Hat jemand drauf geachtet, ob da jemand in den Raum reingegangen ist? War gerade beschäftigt. Mit Nachdenken. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, die meiden den Raum. Das sieht doch gut aus. Weil ich möchte echt nicht dieses Gitter jedes Mal erneuern müssen. So, die Leute laufen jetzt mit Taschenlampen durch die Gegend. Das heißt, es ist dunkel. Und wir gehen somit aufs Dach. Ach, da liegt noch eine Gabel. Hallo, Gabel. Okay, so sieht's hier aus. Da ist noch ein Stück Zaun. Wieso ist da ein Stück Zaun? Ich weiß nicht. Oh. Was ist das? Was war das? Ich habe irgendwie so eine Ente gehört. Wieso sind meine Prozente gestiegen? Jedes Mal, wenn ich hier rüberlaufe, quiekt irgendwas. Oder manchmal. Hä? Jedenfalls kommen wir hier rüber. Ach, das ist eine Möwe. Das ist eine Möwe. Jedenfalls können wir hier rüberkommen. Da müssen wir nur durch den Zaun kommen. Die Frage ist, ob der Zaun tagsüber gesehen wird, wenn er ab ist. Und dann können wir in den Generator einsteigen. Von da aus, wenn wir den Generator deaktiviert haben, können wir easy hier runtergehen. Und in unsere Zelle. Und dann haben wir eine Stunde Zeit, die Zellen unserer Genossen zu untersuchen. Oh, das wird ein Fest, Freunde. Das wird ein Fest. Und ich möchte definitiv, wenn ich es euch gerne zeigen kann, in den Holzraum. Und in den Metallraum. Da haben wir unendlich Schaufeln. Gut, Klebeband müssen wir noch organisieren ohne Ende, ne? Aber wenn wir den Generator ausschalten können, haben wir ohne Ende Klebeband. Aber wir sollten... Oh Gott, ich habe gerade gedacht, die Wache ist hier oben. Aber wir sollten uns erstmal eine neue Schaufel organisieren oder erstmal eine bauen. Wir haben hier auf jeden Fall noch Metall. Holz haben wir. Wir brauchen noch eine Pfeile. Die Frage, schaffen wir es hier raus, ohne entdeckt zu werden? Wie beim letzten Mal. Kommt er hier rein? Nein. Komme ich hier raus? Ich habe Angst, dass hier gleich jemand reinkommt. Und das sind so viele unten. Okay, jetzt. Lauf bitte runter. Ich bin hier voll der James Bond, Alter. Ja, ich hab's geschafft. Gehen wir schlafen. Okay. Next Step. Goldene Schaufel organisieren. Oder erstmal eine Schaufel. Oder einen Wurfhaken, Enterhaken. Dafür brauchen wir noch ein Seil. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Brecheisen und ein Seil brauchen wir auch noch. Hui, das kann dauern. Niklas, ich muss in die Puppe. Niklas fragt, warum ich in die Zelle muss, da liegt doch die Puppe. Ich gehe in die Zelle, um das Spiel zu speichern, falls irgendwas schief geht. Damit wir nicht zwei Tage wiederholen müssen. Verstehst du? So. Um nochmal auf den Chat zu kommen, alle, die im Chat sind, wir werden hier nur über
The Escapists reden, Fragen für andere Spiele oder so könnt ihr später in der Pause mit mir bequatschen. Hier geht es momentan nur um Fallout Shelter und um das, was wir hier tun. Wie zum Beispiel Tobias mitnehmen. Ich leg ihn ab, versprochen. Da. Und ihm das Ding klauen und die Schokolade. Weil mir das ist. So, Holz können wir immer gut gebrauchen. Ich komme. Ja, ist beruhigt dich. So, verkauft jemand von euch ein Brecheisen? Das mit dem Holz muss ich auch noch überhaupt noch checken. Der hat schon mal eine Feile. Brecheisen, fuck. Okay. Snox verkauft ein Brecheisen. Wir gucken nach unseren Gefallen. Gib Poster an Master Blaster. Entferne Folie vom Master Blaster. Okay, ich glaube, wir müssen Master Blaster gleich mal einen Besuch abstatten. Runsay verprügeln. Weißt du was, wir verprügeln Runsay? Alter, jetzt gib mir die Quest. Lenkt die Werte ab, wenn Abendessen ist. Ah, das wird zu spät sein. Runsay verprügeln. Gut, dann werden wir Runsay auf jeden Fall verprügeln, sobald wir die Möglichkeit haben. Oh, erst werden wir hier ein bisschen chillen. Oder was war die andere Quest? Entferne Folie. Okay, ich komme gleich wieder. Uno momento. Ich schnappe mir nämlich die heiße Schokolade. Wie die die heiße Schokolade ist... Okay, das... Wie bin ich denn hier durchgekommen? Hä? Seit wann ist die heiße Schokolade illegal? Das ist eine verdammte heiße Schokolade! Sind da zu viele Kalorien drin oder was? Echt jetzt? Wurde untersucht? Nee, wurde ich nicht. Der hat meine heiße Schokolade mitgehen lassen. Nee, doch nicht. Da ist sie. Wann ist die denn? Niklas, die Überschrift ist geändert. Nur, wenn du nicht die Seite aktualisierst, dann wird sie nicht aktualisiert. So. Dann wollen wir mal. Wo ist er denn? Wen haben wir nochmal gesucht? Master Blaster, Master Blaster. Oh, Master Blaster. Master Blaster. Da bist du ja. Ja, komm. Nicht weglaufen. Zack. Und ein Schraubenzieher. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Also wirklich. Ja, das ist perfekt. Das ist gut. Das ist nämlich richtig. Dann brauche ich jetzt aber noch ein neues Gitter, ne? Hattest du nicht Folie noch drin? Nein, schade. Weil wir könnten mit einer zweiten Folie, glaube ich, hier eine Attrappe für ein Gitter herstellen. Und dann könnten wir uns hier oben schon mal hochbohren. Dann müssten wir abends keine Angst haben, uns durch die Wärter zu prügeln. Aber wir haben natürlich noch eine Folie drüben, ne? Wir haben noch eine Folie drüben. Auf jeden Fall habe ich 45 Kronkorken. Ich brauche noch... Wenn ich Runsay verprügele, habe ich 65. Das langt nicht. Ich muss bis zum Abendessen warten. Mist. Hat hier jemand noch eine Quest für mich? Du! King Julian! Officer Mama sagt... Officer Mama sagt... Ich muss Officer Mama sagt verprügeln. Dann kriege ich auf jeden Fall noch ein paar Kröten zusammen. Das ist gut. Natürlich habe ich keine Waffe mehr. Das war ja so klar. Aber wir wissen, wo eine Waffe liegt. Und ich glaube, bis wir das Geld zusammen haben, hat sich das Inventar unserer Jungs schon geändert. Ich brauche sowieso eine neue Waffe. So, Erik. Nein, ich suche Officer, ne? Oh, Officer. Oh, da bist du ja. Würdest du bitte nach oben gehen? Ich würde deine Waffe gerne stehlen. Nicht nach unten. Der kommt wieder. Wahrscheinlich hier oben, oder? Scheiße, Mann. Ach, Mama sagt, was soll denn der Scheiß? Ich will dich verprügeln. Jetzt ist er einfach verschwunden.
Da, nee, das ist Maugau. Wo ist denn der? Gibt's auch einen Nugget? Mag mich. Nugget mag mich. Mittagsappell. Toll. Hast du denn noch das Angebot am Start? Da, Snox. Snox, er hat noch das Angebot. Er hat auch ein lila Magazin, daraus könnten wir ein Poster machen. Und ich glaube, dann würden wir immer ein 10 Dollar Plus machen. Mit 10 Dollar? Weißt du was, wir machen's. Wir machen's. Habe ich noch Klebeband? Shit, habe ich nicht. Ich muss mich jetzt beeilen. Ja, ich komme gleich, versprochen. Bin gleich da. Alter, mach jetzt keine Figur. Muss mich beeilen. Poster. Zack. Und ist nicht illegal, ne? Nein. So, Master Blaster. Ja, ich bin doch hier. Master Blaster. Master. Nein, nicht! Ich hasse euch. Ich hasse euch! Ich habe ihn nicht gefunden. Muss ihn so suchen. Klasse. Ich nur wüsste, wie er aussieht. Ich muss nach Mama sagt Ausschau halten. Und Master Blaster. Oh Gott, Multitasking, Freunde. Bin am Arsch. Schon wieder Tau. Justin, Master Blaster. So, Poster. Immerhin 10 plus gemacht. Mama sagt, wo bist du? Ich hätte ihn verprügeln sollen, als ich die Chance hatte. Ganz ehrlich. Okay. Mama sagt. Jetzt mach mal hier keinen Scheiß. Wo ist denn der? Ach Gott. Bist du das? Daniel. Ich werde ihn nie finden. Es ist ein Fluch. Ein gottverdammter Fluch. Ist er hier vielleicht dabei? Wieso sind hier nur drei? Mama sagt. Oh Gott. Er ist zu mir gekommen. Freiwillig. Weißt du was? Wir verprügeln ihn, solange wir noch die Chance haben. Oh, hat keiner gesehen. Finde ich gut. Wir haben das Brecheisen bekommen. Sehr schön. Ist zwar ein bisschen gefährlich, aber wir nehmen ihn mit. Nicht zusammenschlagen, bitte. Scheiße, ich habe ihn fallen lassen. Aber egal. Wir nehmen jetzt alles mit. Wir laufen so schnell wir können in unsere Zelle. Nein, nein, warte, meine Waffe. Egal, wir haben einen anderen verprügelt, das passt schon. Habe ich gerade Kronkorken gesagt? Ich meine natürlich nicht Kronkorken. Ist ja ganz klar. So, vielleicht brauchen wir die Wärteruniform nochmal. Tschüss. Ich meine natürlich Münzen. Ist ja ganz klar. Und ich sollte auf jeden Fall das Ding hier mitnehmen. Ach cool, da hat er noch eine gehabt. Jetzt komme ich da nicht rein, ne? Maugau. Du magst mich bestimmt dadurch mehr, ne? Ja. Jetzt liegt er. Wozu habe ich jetzt meinen Kakao verschwendet? Poster. Nein. Nein. Es ist traurig. Es ist einfach traurig. Ich habe Julian geschlagen, konnte ihn deswegen nicht beklauen und dann ist er aufgestanden. Ich fasse das nicht. Ja, es ist traurig, Freunde. Dieses Spiel ist einfach nur traurig. Aber wir haben unser Brecheisen. Ach, Miso. Ich kann Miso befehligen. Erik hat hier was weggenommen. Büroklammer, ich weiß, das ist alles viel zu schwer zu besorgen. Ach, wir hatten gerade Abendessen, ne? Oh, ich hab den Abendessen verpasst. Oder das Abendessen. Mist. Ja, ich bin gleich da weg. Jetzt fehlt mir Klebeband. Ich brech ab. Mir fehlt einfach Klebeband. Mir fehlt sowieso noch das Seil. Ich will mit dir handeln, wieso?
Ach, mein lackierter Stuhl. Er hat ihn gehabt. Snox hat auch nichts Gutes zu verkaufen. Mann, Klebeband. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal kurz los und beklauen jemanden. Wo soll ich nachschauen, King Julian? Ich soll nach O schauen? Was ist ein O? Wir beklauen jetzt erstmal jemanden kurz zum Essen, kurz zum Schlafen. Und dann gehen wir schlafen und das war's dann für heute, für die heutige Folge. Im Stream, denke ich mal, nehmen wir gleich noch eine Folge auf. Wir haben hier ein bisschen Zeit. So, und ich beklaue am besten mal, ja, dich hier, ne? King Julian. Ernsthaft? 3 Besen? Einen Löffel und eine Gabel? Um was zu essen? Alter Julian. Was stimmt mit dir nicht? Wer hat denn sowas zu Hause? Gut, Freunde, ich würde sagen, wir gehen jetzt schlafen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.